Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lille Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir beide sind von den Kita-Rechtlern und davon gibt es ja noch ein paar mehr, ne, in unserer Kanzlei. Und wieder mal sehr interessant, es gibt ein neues Urteil, was auch viele in der Kita-Welt, die dort arbeiten, durchaus interessieren dürfte. Bei diesem Urteil fragt man sich eigentlich, warum muss das eigentlich immer wieder neu entschieden werden? Nun ja, uns soll es egal sein, es hilft der Rechtssicherheit und zwar wie folgt, Frau Kollegin. Ja, es war eine Entscheidung aus Köln vom Landesarbeitsgericht, das heißt schon in der zweiten Instanz. Es betraf in diesem konkreten Fall den Sicherheitsdienstbereich, wie auch immer. Und es ging um die private Nutzung von Mobiltelefonen während der Arbeitszeit. Das Landesarbeitsgericht hat entschieden, dass selbstverständlich der Arbeitgeber die private Nutzung seiner eigenen Mobiltelefone untersagen darf während der Arbeitszeit, weil es gegebenenfalls Sicherheitsbedenken gibt und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist natürlich 1:1 übertragbar auf den Kinderbetreuungsbereich, weil wir müssen, also haben die Aufsichtspflicht über die Kinder, wir müssen darauf achten, dass denen nichts passiert, wir müssen pädagogische Angebote machen, wir müssen gegebenenfalls Sachen vorbereiten und so weiter. Und da hat das private Mobiltelefon für private Zwecke einfach nichts zu suchen während der Arbeitszeit. Also darf der Arbeitgeber das auch untersagen. Jetzt gibt es aber, und das wird das jetzt so ein bisschen interessanter, durchaus auch Rechtsprechung, die besagen, naja, wenn man aber irgendwelche Unterhaltsverpflichtungen hat, einen dringenden Anruf erwartet, weil die Oma vielleicht gerade etwas schwach ist oder eben auch ein Kind in einer anderen Betreuung vielleicht sich Gehör verschaffen muss und man eben entsprechend dann auch parat sein muss, also angerufen werden kann, wenn also jemand als Erzieherin und zugleich Mama mit einem Kind in einer anderen Einrichtung also Wert darauf legt, auch erreichbar zu sein, dann müsse der Arbeitgeber das tolerieren. Nun ist das vielleicht eine Entscheidung, die ja nicht unbedingt auf den Kita-Bereich übertragbar ist, Frau Kollegin. Also das, was der Kollege gerade gesagt hat, auf den, also das, die Sicherheitsbereichentscheidung so direkt übertragbar, ja, kann man sicherlich darüber diskutieren. Wobei gerade in solchen Sachen, wenn ich persönlich erreichbar sein muss, kann ich natürlich theoretisch auch das gegebenenfalls Einrichtungstelefon angeben, wo man mich erreichen kann, wo auch immer jemand ist. Weil wenn ich bei einem Ausflug bin oder wenn ich auf Toilette bin oder wenn ich gerade irgendwie mich halt um ein Kind kümmere in der 1:1-Betreuung, kann ich sowieso nicht ans Telefon gehen, sondern muss halt diese Sache erstmal zu Ende machen. Und wenn aber irgendwer ans Einrichtungstelefon geht und den Hinweis entgegennimmt, ah, okay, Kind von Erzieherin XY ruft an, sagt, dass es jetzt zu Hause angekommen ist oder was auch immer, die Mitteilung kann ich weitergeben, alles verstanden und dann ist es auch in Ordnung. Genau, also es wird da durchaus unterschieden, auch für den Arbeitsgerichten, ob wir jetzt es mit einem, ich sag jetzt mal, Verwaltungsjob zu tun haben, wo es eben nicht wehtut, wenn das Telefon passiv irgendwie auf dem Schreibtisch liegt, vielleicht auch da hinten bei unseren Angestellten auf dem Schreibtisch liegt und es dann eben einen Anruf gibt, also sozusagen von außen ein Anruf hereinkommt und man eben schnell rangeht, weil man vermutet, okay, jetzt könnte der eigene Nachwuchs vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen. Aber dieser Verwaltungsjob, der ist eben nicht gleichzusetzen mit einem Job im, so das Landesarbeitsgericht unbedingt auch im Sicherheitsgewerbe, wenn man eben nicht will, dass vielleicht auch etwas fotografiert wird oder so. Oder eben auch im Kita-Bereich, weil wir da eben noch andere Rechtsgüter zu beachten haben. Das Wohl der Kinder, die pädagogischen Angebote und, so dass man dort in diesem Bereich, in unserem Kita-Bereich sicherlich zu der Einschätzung kommt, ein Arbeitgeber kann, ein Kita-Träger kann generell die private Nutzung von Handys im Rahmen der Arbeitszeit untersagen. Einwände, Frau Kollegin? Überhaupt nicht. Ist das nicht schön? In dem Sinne, bleibt gesund, morgen geht's garantiert weiter. Bis dahin, ciao. Tschüss.